ein Jahr nach Hanau wünsche ich mir klare politische Konsequenzen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wenn man Forderungen stellt in Bezug auf eine Rassismusstudie innerhalb der Polizei, dass die dann nicht abgewunken wird oder man abgespeckt wird mit einer Studie zu allgemeinen Erfahrungen innerhalb der Polizei. Dazu gehört auch, dass wir aufhören, immer nur reaktiv zu handeln und endlich auch mal proaktiv diese Dinge anzugehen. Es kann nicht sein, dass erst Menschen sterben müssen und wir dann die wichtigen Fragen in der Gesellschaft stellen oder erst dann diese wichtigen Fragen beachten. Wenn wir rechten Terror bekämpfen möchten, dann müssen wir erstmal schauen, welche Strukturen ermöglichen diesen rechten Terror erst. Welche Strukturen fördern diesen rechten Terror, den wir in diesem Land haben. Und dann können wir erst darüber sprechen, wie wir rechten Terror bekämpfen können. Und wenn wir darüber sprechen möchten, wie wir Betroffene besser vor rechtem Terror schützen können, dann sollten wir auch darüber sprechen, wie Betroffene sehr oft Opfer einer Viktimisierung werden, einer Reviktimisierung von seitens der Sicherheitsbehörden. Und dass ihnen oftmals nach einer Tat, die sie erfahren, die nötige Betreuung fehlt. Oder auch, dass sie nicht ernst genommen werden in den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Die Gesellschaft der vielen können wir nur dann schützen, wenn wir nicht aufhören, auf marginalisierte Gruppen zu hören. Wir müssen weiterhin Forderungen stellen, wir müssen zuhören, wir müssen schauen, was funktioniert nicht in dieser Gesellschaft. Und nur dann schaffen wir es, diese Gesellschaft der vielen zu schützen und auch beizubehalten. Was die Zivilgesellschaft tun kann, ist, den Betroffenen zuzuhören. Solidarität bedeutet vor allem auch, auf Augenhöhe mit den Betroffenen zu agieren und nicht von oben herab. Das bedeutet zum Beispiel auch nicht einfach nur Mitleid zu haben mit den Betroffenen, sondern Seite an Seite mit ihnen zu kämpfen und die Forderungen durchzusetzen, die man durchsetzen möchte oder muss.